Hallo und seid herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ihr wisst, ich interessiere mich für Solarlicht. Vielmehr Solarlicht für den Garten. Und hier habe ich was zugeschickt bekommen und habe mir auch ein kleines Zettelchen gemacht und möchte euch diese beiden schönen Solarlampen vorstellen. Härtetest wird sich noch zeigen, aber heute möchte ich einen Scheinwerfer davon anbringen. Und zwar habe ich mir da schon eine Ecke ausgesucht, die ein bisschen lichtarm ist. Und da werde ich diese oder einen von diesen Spots anbringen. Das Ganze kostet 39,99 Euro. Im Ganzen sind die Spots mit 2800 mA versorgt. Die Höhe kann man variieren zwischen 3 bis 5 Meter hoch. Oh, das ist doch schon eine ganz gute Höhe. 5 Meter ist schon nicht schlecht. Wandmontage mit Schrauben, alles ist dabei. Das komplette Befestigungspaket ist dabei. Dann haben wir einen Abstand von 10 Meter auf 120 Grad, also Entfernung, wo sie dann anfängt aufzunehmen oder aufzuleuchten, 10 Meter Entfernung, a 120 Grad. Ja, das ist schon nicht ohne. Also sie nimmt schon vom Winkel her recht gut auf. Das ganze Set ist bei Amazon zu bekommen unter Avanfi. Das heißt, das ist der Verkäufer, gibt Avanfi ein und dort könnt ihr diese Leuchten bekommen und aber auch noch ganz andere. Also in den Store einfach mal reinschauen und schaut da einfach mal durch. 168 LEDs verbaut in einen Spot. Das habe ich hier extra mal dran geschrieben. Ein Spot, 168 LEDs. Und ich muss schon sagen, ganz schön hell. Ich habe es schon einmal im Dunkeln kurz angehabt. Beleuchtungswinkel hatte ich gesagt, 120 Grad. Wahnsinn. Und wir werden diesen Spot jetzt mal an die Wand bringen. Was brauchen wir dafür? Ein Kreuzschlitzschraubendreher. Ja, einen kleinen Akkuschrauber vielleicht. Für die Montage, das heißt, hier ist der Scheinwerfer. Hier ist der Arm. Wandhalterung, einstellbar, rastbar, wie man sieht. Und zu guter Letzt haben wir hier auch noch Schrauben. Das heißt, alles gut verpackt. Gebrauchsanleitung ist auch dabei, die ich ja schon ein bisschen studiert habe. Wir haben zweimal Schrauben, zweimal Dübel, falls ihr ja irgendwo in die Wände bohren müsst. Und wir haben noch die beiden Verschraubungen von 5 mm für den Spot. Einmal Befestigung für die Wand oder für die Wandhalterung und einmal hier für den Spot. Ebenfalls mit Raster dran. Ja, gut zu erkennen, denke ich mal. Okay, fangen wir mal an. Als erstes bringe ich jetzt den Wandhalter an. Ich habe hier schon zwei Löcher vorgebohrt, weil dieser Halter geht, wie man sieht, gegen einen massiven Balken oder wird alles in einen massiven Balken verschraubt.
der Strahler. Ich wollte euch das nochmal zeigen. Die Zellen, ihr seht, die sind richtig aufnahmebereit. Hier haben wir unsere 168 LEDs. 12 mal 14 Bewegungsmelder und den Einschalter. Beim Einschalten habt ihr gesehen, ich schalte nochmal aus und nochmal ein. Das ist das Zeichen, dass er bereit ist. Und jetzt heißt es, ein-ausschalten, wie ihr mögt. Zum Laden lassen könnt ihr auch ausschalten, aber dann müsst ihr immer klettern. Ansonsten, ich lasse es immer auf Dauerbetrieb. Ich kann das Ganze, also diesen Ausleger, verstellen und er rastet zuletzt, wenn ich es verschraube. Ich möchte es aber kerzengerade haben, von daher einfach von hier unten gegenziehen, schon ist er fest. Der Spot kann dran. Also ich muss schon sagen, er sieht wirklich gar nicht so schlecht aus. Doch, er sieht wirklich recht, recht gut aus. Die Schraube kommt von hier rein. Kurz mal hängen lassen und nun kommt die Mutter. Die Mutter hat auch eine extra separate Führung. Ich löse jetzt den Spot nochmal und dass ich ja, ihn einstellen kann. Und ich glaube, so wäre es ganz gut. Schalte ihn auch gleich ein. Jawohl. Und so sieht es letztendlich aus. Was sagt ihr letztendlich dazu? Also ich bin begeistert. Und jetzt fehlt uns nur noch eine Nachtaufnahme. Da muss ich mich und ihr noch ein bisschen gedulden. Heute Nacht oder spätestens, wenn es anfängt dunkel zu werden, sehen wir uns noch mal hier. Also, es ist schon recht dunkel geworden und wir gehen jetzt mal auf das Licht zu. Ja, doch, ich muss schon sagen, gar nicht schlecht. An dieser Ecke hier ist es jetzt wirklich taghell. Nur durch diesen Spot. Ich wollte euch eigentlich mal die Lichtausbeute zeigen. Da hängt der Spot. Und guckt euch mal an. Das ist schon nicht ohne. Ich gehe jetzt noch mal drauf zu. Ich bin gar nicht so nah, wie es gerade aussieht. Und der Spot reagiert. Ich bin so schon mal sehr zufrieden. Mir bleibt nur übrig zu sagen, guckt bei Avanfi drauf, in den Store. Dort ist das eine oder andere jederzeit erhältlich. Und dieses war auch ein Werbevideo. Von daher, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Dankeschön. Tschüss.